Ja, sorry, nur kurz drüber geflogen. Ich habe jetzt nicht so viel Lust auf die News, aber ein bisschen zu schauen, was in der Welt abgeht, schadet nie. Wir schauen uns ja eh News immer wieder an, jeden Tag. Twitch-Drops sind da, yes, Twitch-Drops ist da. Twitch-Drop-Inventory, jetzt abholen. Dann gehen wir aufs Inventar von, falscher Browser, von Kakao Games. Ach, ich kann ja meinen gestern irgendwie. F5, einloggen, Kakao Games, das da. Boah, bitte irgendwie Inventarplatz oder sowas. Das wäre halt einfach gigantisch. Bitte Inventarplatz. So, hab's. Geschenk, Twitch-Drop, bitte Inventarplatz. Please, Inventarplatz, gönn. Einfach einen Drop kaputt machen. Bitte gönn Inventarplatz. Inventarplatz, please. Schon wieder diese Rüstungsdinger. Nein, ich brauch die nicht. Ich will die nicht. Da bin ich jetzt zickig. Da. Kannst du nicht ausdenken. Immer diese Teile hier. Wenn man gleich am besten 10 kaufen soll. So, okay. Dann haben wir heute nicht so gute Sachen bekommen. Was wir machen können, ist jetzt noch Gedönse hier die ganzen Sachen einlösen. Schau mal, was ich bekommen habe über das Farming hier. Wir sind bei 57,92%. 57,9. Diese ganzen einlösen hier. 100.000. 50.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 58 jetzt. So. Grenze 75. Das Max, ja. Das Max, ja. Das geht nur eins und das. Hab ich. Dann ins Aktionshaus setzen die Viecher hier. Max. Let's go. Rein da. Rein in Aktionshaus. So. Backerl, was haben wir hier in der Post? Ist schon eine Menge. Abholen. Und abholen. Bisschen das hier. Das können wir in die Bank tun. In der Bank tun, können wir stacken. Guck, was haben wir noch zum Abholen? Hier. Clan. Teilnahmekontrolle. Okay. Beiträge. Okay. Spielerliste. Wir haben noch 15 Plätze in der Gilde frei. Da sind wir voll. 15 Plätze. Also wer Bock hat, mit uns mitzuspielen, auf Clanaufnahme, GAXTV eingeben, sich einschreiben und dann kann ich euch aufnehmen. 15 Plätze to go. Wenn wir voll sind und ihr wollt noch mitmachen, schmeißen wir einfach die raus, die einfach nur den Char erstellt haben. Kein Problem. So, dass wir die aktiven, wichtigen und richtigen Spieler drin haben. Gut. Boah, ich bin schon wieder müde. Oh, das war jetzt schon anstrengend. Das war jetzt aber schon anstrengend, sage ich euch. Das Duschen, Rasieren und das ganze Hin und Her bewegen, das war jetzt schon wild hier. So. Wieso? Also ich? Bist du da schon sicher, oder was? Ja, wir wollen nicht so abgehobene, hochlevelige, hochrangige haben. Das ist ja frech. Einfach abgehoben, solche Leute. Kappa. Ah, ja, das ist noch ein bisschen schuckig, cool. Boah, krass. 471, ist wild. Das ist anders wild, hey. Hashtag nicht süchtig, oder? Sag, gestern waren wir halt gar nicht in der Dungeon. Finde ich gut, dass du es zugibst, nicht süchtig zu sein, fühle ich. Ich freue mich, ich hab echt Bock. Geil, Mann. Was, haben wir irgendwas bekommen, was cooles? Alles gut, hier, was ist hier noch? Was mit diesem Trank hier? Das ist die Gilde, Geistergilde, Clanladen. Einmal am Tag kannst du den Scheiß holen hier. Spielerliste anfragen. Stechi, willkommen. Schön, dass du da bist. Moin. /C, moin. Willkommen. Discord findest du in der Beschreibung, wenn du Bock hast, mit uns abzuhängen. Manchmal bin ich da, manchmal nicht, je nachdem, was ich mache. Info, hier muss man abschreiben oder kopieren, keine Ahnung, was geht. Ich erforsche dann diesen Trank nochmal. Achso, haben wir noch eine Stunde, okay. 500, ist es eine Menge? 500? Ist viel? Was, brauchen wir das? 2000 Punkte? Ja, nee. Mach mal lieber hier XP, ist das schon viel, 2000 Punkte auch. So, okay. Dann gehen wir in die Welt, oder? Haben wir alles soweit. Ist cool, dann können wir heute mal früher starten. Was machen wir denn? Fangen wir mit ein bisschen Grinding an, was soll Spaß? Weiß nicht, machen wir dann ein bisschen Grinding hier in diesem einen Portal. Da haben wir ein bisschen das rein, wenn diese EP gewinnen, Trank-EP, wenn du Monster jagst, das ist EP, das ist Gold, oder? Genau, machen wir dieses Ding rein. Wie viel Prozent habe ich hier? Geht hier beides reinmachen? Nee, oder? Machen wir einfach ein bisschen, ist ja egal. Habe ich Bock, einfach so ein bisschen Endrunde spielen. Hier, das da. Ja, machen wir einfach mal. Teleport, dann sind diese Region. Entschuldigung, dann halt, gehe ich halt raus. Zick halt rum. So. Na dann? Dann halt hier hin. Bin ich da nicht nur 2 Meter, teleportiere ich wieder hin? Ist es nicht in der Stadt selbst? Ich weiß gar nicht, wo das ist. So, let's go! Bisschen grind, ein bisschen farmen hier. So ein zu startendes Game ist, warum nicht? Why not, my friends? Guten Morgen. Guten Morgen, Fuwa. Was geht? Ich fange ein bisschen mit Grinding an. Ein bisschen Action. Ich kann losgehen. Freut mich. Da starten wir ja ziemlich zeitgleich hier. Bin schon länger natürlich wieder aktiv, aber ich war noch rasieren, duschen, frühstücken. Also, hier kriegt man 50%. Hier kriegt man 30%. Mana EP. Also nehme ich das hier und das hier. Fertig, oder? Geht noch. Oh ja.
Ich, ist da nicht schlimm. Einfach nehmen, wenn es da ist. Und dann, wenn wir nichts mehr haben, besorgt man sich Neues. So, ist hier runter, glaube ich. So, ich müsste eigentlich die Schläge halt leiser machen. Ich kann den nicht ziehen, oder was? Was ist denn mit dem? Häng ich jetzt an den Typen hier eine Stunde, weißt du? Anscheinend haltet er sich immer wieder hoch. Guck mal hier. So. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich zu langsam töte immer noch. Ich hab mich jetzt aufgehalten zu lange. Ja, ist vielleicht besser, ja. Ist schon aufgehalten. Da sind wieder andere, ey. Du kannst doch nichts pullen. Überall sind irgendwelche Leute. Du kannst doch nichts pullen. Schau mal. Dieser Elite, wenn er dabei ist, ist einfach unangenehm. Ja, und dann noch diese scheiß Ranke da, ey. Moin, Maggi. Sehr, sehr kurz. 2 Stündchen habe ich mir gegönnt. Aber ich leg mir nochmal nachmittags hin. Bin aufgestanden, ich konnte nicht mehr schlafen. Und war dann duschen, rasieren, frühstücken. Und bei dir so? Was geht, was geht? Ich dachte, ich starte mal in den Grind heute so. Halbe Stündchen hier verbringen. Zum Frühstück haben wir schon geangelt. Was ist denn? Schaut zu spielen, wäre schon nicht schlecht. Jetzt machen wir mal eine halbe Stunde Grinding, dann vielleicht ein bisschen Dailies. Ganz entspannt hier heute. Gestern haben wir viel Zeit im PvP verbracht. Nach innen ist wirklich aufgestanden, begonnen zu arbeiten, das Übliche. Okay, kennt. Okay. Ist doch okay. Klingt mir nach einem schönen geregelten Ablauf. Passt doch. Das passt doch. Würde ich, mache ich auch so keinen. Einfach mal ein Spielstart, ein bisschen Action. Genug rumgestanden, so reinkommen, bisschen warm spielen. Ist doch nicht ganz gut. Hab jetzt so einen XP-Trank genommen. Kann man machen, habe ich mir gedacht. Why not? Ja, ja, Boomops, klar. Einfach drauf, lädt schneller, ist viel besser, PC hat mehr Ressourcen für anderes, HDDs verlangsamt den ganzen Rechner. Ja, ja, safe. Sonst, wenn du jetzt 1 TB hast, gönn dir. Gibt es überhaupt noch Offline-Spiele heutzutage? Ich habe einfach alles auf der SSD. Wenn es sein muss, lösche ich halt dann was. Ich nicht, ich habe alles hier online. Ich bin modern hier, Fuwa. Alter moderner Mann. Was sind die besten Spiele offline? Achso, Story ist jetzt nicht so meins. Wenn ich Story möchte, schaue ich einen Film oder eine Serie. Die Story eigentlich ist egal, aber das hat ja jeder seine eigene. Der eigene Geschmack. Deswegen, ich feiere nicht Story Games. Ach, ich hab's vergessen, Chat. Mann. Oh Mann. Jeden Tag. Also, dann kann man mal nicht rauskommen hier. Komm, wir müssen kurz weg. Das ist ja so krass. Das ist nicht irgendwann jemand, dich erinnert dran hier so im Spiel. So hier, guck mal. Headset, hab's. Nee, ging nicht im Kampf. Im Kampf geht es ja nicht. Deswegen. Leute, kaum bin ich eine Sekunde weg, hat ein anderer diesen Spot oder was? Ja. Aber so geil ist dieser Spot eigentlich nicht mit den ganzen Großen. Ich will mehr so kleine Schlachten. Man verliert schon ein bisschen was, wenn das nicht da ist. Das Pool ist aber schon nervig hier. Macht man da auch Duell für Spot oder wie läuft das? Auch Duell für Spot. Verstehe nicht ganz die Frage. Du kannst es machen. Kannst natürlich machen, ja. Ist ja hier auch so für Solo, ich nicht anders. Ich mache das nur so ein bisschen warm zu spielen. Nachher mache ich halt dann meine Dailies und meine Inis. Inis habe ich letzten 2 Tage nicht gemacht. Was ist eigentlich mit der kaputten Rüstung hier? Gibt es hier eine Reparaturfutze irgendwo? Gerade gestern habe ich diesen Scheiß aus der Tasche genommen, ne, in die Bank. Da war so ein Reparaturding in meiner Tasche. Aber ich habe rausgetan. Was ist eigentlich jetzt mit der Haltbarkeit? Ist das schlimm? Ich will jetzt hier nicht aufhören. Ich habe die ganzen Buffs. Und das ist mein 3. Tag jetzt auf 43. Ich war ja schon 2,5 Tage auf 42. Ab Level 50 kriegst du 99% weniger XP. Also einfach aufhören da. Ist halt einfach komisch. Kann man hier einfach sagen, Levelstopp und fertig. Oder nein, 99% weniger XP, damit man sagen kann, man hat keine Begrenzung oder wie. So kann man nicht ziehen, okay. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn du ein paar Milliarden da brauchst und dass du für 51 wirst. Nee, wie in Asien gibt's 3? Hä? Ist doch eigentlich Schmarrn sowas, oder nicht? Scheiße, zu viele Mobs gepult hier. Zu viele Starke, muss weg. Ja, haben sie da das Level nie erhöht oder was? Im BDO. Mit dem Add-on oder mit irgendwelchen. Ja, aber 99% weniger XP heißt für mich Ende. Das meine ich jetzt. Das 99%, wenn es weg ist, dann ist ja was anderes. Ich glaube, diese Gegend ist zu gefährlich hier. Ja, aber das ist halt keine Ahnung. Weiß ich was, ob das Werbemasche ist oder so eine Masche, keine Ahnung. Das ist ja jetzt auch hier. Wenn du 99% weniger Gehalt bekommst, bekommst du kein Gehalt. Aber gut, es ist halt vielleicht die Illusion, oder ne? Oder die Aussage hier. Meinst du, zu schaffen, was nur wenige machen? Das ist bei Menschen so, ja, stimmt. So eine Art Pausen kannst du dann. Flexen. Ja und? Also mir wäre das egal. Mir wäre das egal. Wenn mir einer sagen würde, ich wäre 50, wenn er 51 bin, 50, na und? Ist eher traurig. Oder? Ist doch eher traurig, dass er deine Zeit nur dafür investiert hat. Bester Spruch wäre normalerweise, na und? Ich hab dafür mehr Sex als du, aber was ich, kann ich nicht bringen, weil ich es nicht habe. Siehst du, was ich meine? Aber es wäre die beste Antwort. Das wäre die beste Antwort. Oh, jetzt aber, jetzt geht's aber los, Huber. Ich muss ja bitten. Irgendwo ist, es ist jetzt auch Schluss, oder? Cola schmeckt wie Fanta. Puh, jetzt ist er da, aber wir jetzt hier ganz wild unterwegs hier. Jetzt ne? Jetzt müssen wir mal gucken hier, was wir ein bisschen hier das benehmen hier. Wenn man keine Geschmacksnerven mehr hat, na klar. Wo sind denn meine XP-Tränke eigentlich? Sind die noch da? Ich sehe die gar nicht. Hat doch 14 Minuten. Also ich hatte am ersten Tag hier gespielt und habe 1 Stunde gefarmt, hatte 14,4 XP. Ohne Fläschchen.
ohne Boost. Im gleichen Atemzug schrieb mir im Chat ein Slayer, halbe Stunde gefarmt, 30%. Okay. Hab ich gebrochen. Schon wieder gebrochen. Man kennt's. Moin. Warst du das, Kai? Schon, gell? Du Schlawiner. Ja. Halte mir nur vor, wie scheiße meine Klasse im Grind ist. Eines Tages. Ich werde das heimzahlen. Einfach frech hier. Charge! Nicht diese Scheiße auch aktiviert hier. Das ist fast gar nicht Agro hier. Kannst du ein paar Kleinigkeiten holen. Keine Ahnung, Mounts, Pads, irgendwelche Gimmicks. Inventarerweiterung, Bankerweiterung. Kriegst viele Sachen durch Twitch, aber auch durch die Drops. Also, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt mit irgendwelchen Pay-to-Win-Aspekten, aber ist es ja nicht. Wie kann ich meinen Gear reparieren? Wie komme ich da zurück? Mein Gear ist fast kaputt. Ohne jetzt irgendwie noch rausporten, so wieder reinporten zu müssen. Da muss ich nochmal Gold da lassen. Ich habe keinen so einen Händler. Wie kann ich meinen Gear reparieren? Und hier. Das ist ja auch mit dem Pad looten. Aber warum nervt dich das? Ich habe am Anfang auch gedacht, ist das sinnlos? Du kriegst doch ein Pad. Du kriegst ein Pad von Twitch doch. Geschenkt. Und auch ein Pad von Twitch geschenkt. Fertig. Ich glaube 3 Stunden im Stream schon. Wenn du dir Pads kaufst im Shop, safe. Wird teuer sein, aber den Pad kriegst. Ja, wenn du die Pads leveln willst und so ein Blödsinn, dann musst du natürlich schon mehr haben. Aber jo. Das mit dem Killen ist auch bei Runensteinen, bei Durchbruchrüstung. Ich weiß nicht, ob die Pads dadurch auch kaputt gehen können. Bei mir stand aber nur da die Chance, dass sie gelevelt werden oder nicht. Moin, Fluffy Gamer, was geht? Hat dann eine Ahnung, wie ich die Rüstung reparieren soll? Ich würde gerne noch 10 Minuten hier kämpfen, ohne raus zu müssen wegen meinen Pots. Ach so, ist ja hier auch so, klar. Klar wird's geopfert, klar. Ist hier auch so, ne? Du tust es fusionieren, dann bleibt halt nur noch eins übrig. Das ist halt so eine. Hat so eine Fusion an sich. Ja, ist hier auch so. Ich habe noch nie so eine Art Spiel gespielt, aber ich finde es jetzt mit den Pads. Habe ich jetzt einmal gemacht, jetzt habe ich Level 2. Keine Ahnung. Ich habe dafür die Pads nichts bezahlt. Ich möchte nur mein Luminus machen. Mein Luminus ist halt schwierig. Ich wollte auf Level lang Rang 5 bringen, aber wir haben die Luminus nicht gereicht. Meint ihr, ich schaffe das noch die paar Minuten? 9 Minuten mit der Rüstung? Ist ja auch so, Mortorst, ne? Also, ich hätte gerne mein Luminus da auf Level 5. Gestern einen Fehler gemacht, hab's nicht realisiert, dass das dann, die sind dann weg gewesen. Wow, meine Rüstung ist kaputt. Hier kommt man nicht mehr zur Basis, oder? Gut, dann war's das halt hier. Ist ja nicht so schlimm. So, ja, 2 im PvP und 2 im PvE kriegst du in einer Woche. Letzte Woche hast du noch 7 bekommen. Aber es war ja, glaube ich, nie so geplant. Wieso kann ich nicht reparieren? Ausrüstung, Händler? Geht doch reparieren normalerweise. Hallo? Ach hier. 12.000 Gold. Frech. Machen wir noch die Jagdquest, wenn wir hier schon noch XP drin haben, so ein bisschen. 7 Minuten passt. Denke ich mir auch, ja, so ein Release-Event. Aber es war von Anfang an eigentlich geplant, dass man nur 1 kriegt. So haben einige mir das erzählt, dass man nur 1 pro Woche kriegt. Und wir haben jetzt 7 bekommen, wir kriegen jetzt 4 die Woche. Dann machen wir es mal zur Aufgabe heute, ne? Dass wir die 2 PvE-Pads holen. Kann ich das alleine machen? Das ist noch so ein Ziel. PvP-Pads habe ich geholt. Das am Luminus habe ich geholt. Jetzt will ich die Sachen machen. Ob ich das hinkriege? Tour-Mission. Okay. Lass uns mal diese 5-6 Minuten diese 2 Quests machen. Dann schauen wir mal. Da sind noch die XP da weg. Sind zwar schwach, die Gegner hier, aber egal. Die 2 Dinger können wir uns ja gönnen. 2 Quests. Ist die Kill-Time schneller hier. Herausforderer-Halle, okay. Da, wo es 50 Stufen. Nee, wie Herausforderer-Halle. Echt? Nee, Herausforderer-Halle ist doch, wo wir PvP üben, oder nicht? Da gibt es die Dinge? Ich dachte PvE, nicht PvP. Transzendent, okay, Verlies, okay. Gucken wir gleich mal. Müsste dabei stehen eigentlich, oder? Eine haben wir, machen die andere auch. Und trotzdem noch mit hier. Ich muss schauen, dass ich die Jagdquest bei dem Level mache, wo ich bin. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr XP. Aber wenn ich Killtime, kriege ich ja gar kein XP. Und wie viele Etappen muss ich denn schaffen? Weil ich glaube nicht, dass ich viel weiter noch komme. Ja, moin. So ein bisschen angefangen mit dem einen, mit, wie heißt das hier, ich weiß nicht, wie das heißt, schwarzer Mecha-Kessel. Aber da meine Rüstung kann ich nicht rausgehen. Warm-up gerade noch. Ach, das resettet sich jede Woche, okay, ich bin da schon ein bisschen höher gewesen. Ah, dann ist ja okay. Und dann kriege ich ein Luminus, oder was, für 5 Level? Und wo kriege ich das nächste? Noch danach Stamina. Mit 5 Level ist ja nicht schwer. Das kriegen wir hin. Ich habe schon am ersten Mal, als ich da drin war. Ich hab schon 9 gemacht. Danke dir. Richie Blackmore. So. Unser Elixier läuft in einer Minute aus. Die Quest haben wir auch in einer Minute fertig. Von daher passt das schon hier. Passt das schon. Pionier-Tokens für 1200. Pionier-Tokens. Okay. Meinst du, die komme ich irgendwie ran? Vielleicht, wenn es nicht ganz so scheiße geht, schaffen wir morgen oder übermorgen. Oh, Daily's Well Quests. Oh, da muss ich schauen. Ich habe ja schon 2 Daily Briefe, schon 4 Daily Briefe weg. Es sind aber nicht die für das Jagd mit dem Jagdschiff, oder? Aber diese Marken für das Jagdschiff. Das ist ekelhaft. Mit dem Kaperschiff, wie das Ding heißt. Pionier Tokens. Wo habe ich die denn? Ich habe 63. Wie 1200.
Wie soll ich denn dann 1200 rankommen? 1200? Ich hab 3. Wie soll ich denn dann 1200 rankommen? Du kriegst 1 bis 2 pro Quest. Körperschiff. Wie soll man dann 1200 rankommen? Lol. 2. Du kannst halt, keine Ahnung, jeden Tag vielleicht 10 oder 20 machen. Wo ist der Rubin-Shop? Escape? Rubinladen. Also egal, ob du welche hast oder nicht. Okay, kein. Das ist vorbei. Das hole ich bei euch aber nicht holen. 1200, wie soll ich denn 1200 in der Woche kommen? Da muss es doch irgendwas geben, wo du mehr kriegst, außer bei dem Kaperschiff. Da kriegst du ja 2. Macht nichts, ich hab's auch nicht gewusst, dass er da ist hier. 3 Luminos sind easy, ja. PvP ist zwar ein bisschen kräfteraubend. Zum Fick macht er mit mir. Ja, aber deine 20 Marken sich zu holen, das ist selbst bei mir ein Witz, du Sherpa. Selbst bei mir ist das ein. So, dann schauen wir mal hier rein, oder? Das oder nicht? Genau das hier. Level 5 kriegt man so eine Kiste. Umkehrschrift, soll ich, okay? Was gibt's denn als Endding? Dann holen wir uns doch mal dieses Ding. Ich wollte mir nur noch ein paar Heiltränke holen. Aber die. Ja, bin ich ja, aber bringt ja mir trotzdem nichts. Bin ja immer verprügelt worden. Irgendwas Cooles zu machen? Ne, muss nur zum Stützpunkt hin, will ich. Tränke holen. Tränke holen, kurz schiffen und dann legen wir los. Ein Verlies. Muss dann beim Bossen umskillen. Schon wieder teuer hier. Eben ein bisschen Geld, Gold bekommen hier. Und schon ist das wieder weg. Oh, okay. Gut. Das. Max, zack. Das, Max, zack. Das sind so ein paar Wissen. Die Heiltränke müssen noch bezahlt werden, ne? Die Heiltränke zahlen sie nicht von alleine. So. Einen dritten. Nein, wir wollen einen zweiten. Du bist 40, geht ja rucki zucki. So. Schifferine und dann geht's ins Verlies, wie das Ding heißt. Lass mal kurz eine Boss-Skillung machen. Mal kurz hier. BVB-Zyklon-Test hier. Abbrechen, speichern. Und was habe ich denn hier eigentlich? Ist das Boss-Skillung? Ja, das passt. Ja, können wir machen, ja. AOE, das machen wir Boss. Aber wenn ihr das bekommen, Wahnsinn. Juhu. GZ. Bei Red Baron haben wir es gestern auch herausgefunden, worum es nicht geht. Der hatte das mit einem anderen Kakao-Games-Account verknüpft. Hat er irgendwann nochmal verknüpft mit Twitch damals vor Jahren oder so oder längerer Zeit. Und dann hat er. Dann kamen die Drops nicht an beim richtigen Account. So. So, mach jetzt noch. So, jetzt noch Sackplayer OP. Da kann ich mir gerade den One-Shot Rocket abbekommen von einem Gunner. Okay, dann sage ich Assa OP. Wegen deinem Scheiß. Ja, du warst vielleicht nicht darauf vorbereitet. Und vielleicht war das deine Meta oder was auch immer das war. Irgendwas Starkes hier. Dagegen kann man bestimmt nicht so viel machen. Müsste er gleich nochmal auf Toilette hier. Schiffen Rang 2. Kündigt sich an deswegen. Aber ich kann ja so lange wie drin bleiben. Müsste dann erst mal Schiff mal Rang 2 und dann. Mal kurz. Schiff mal Rang 2, dann komme ich wieder. Dann habe ich es auch hinter mir. So. Oh, ich war Kekarino. Sorry, bin wieder da. So, was haben wir denn da? Was habt ihr denn da geschrieben? Ich habe nur Shorayuken gehört. Ach, Maggi, du. Shorayuken, beste hier. Cookie Lux, danke. Twitch-Stops eigentlich eine große Verarsche. Ich habe Kisten und auch alles andere. Nur kann man die nicht freischalten. Also bei mir gehen sie, bei vielen anderen gehen sie auch. Man kann gute Sachen draus bekommen. Bei mir kam das auch heute gerade erst an den Drops. Schau, Sherpa hat auch lange Zeit Probleme gehabt. Tag down ist. Da musst du mit einem anderen Browser probieren. Das ist nicht down, das Web Inventory. Das Web Inventory war nur kurzzeitig Mittwoch down. Das ist schon ab, schon länger. Das ist einfach nur anderer Browser. Chrome hat generell ein bisschen Probleme. Mach irgendwas, keine Ahnung, Microsoft Edge oder irgend so ein Scheiß, was du sowieso drauf hast. Bei mir ging es 2 Tage mit Chrome, dann ging es mit Chrome nicht mehr. Dann habe ich Microsoft Edge benutzt, dann ging es mit dem auch nach 2 Tagen nicht mehr. Dann habe ich ein drittes Edge benutzt und jetzt geht es wieder mit meinem ursprünglichen Chrome. Bei mir gehen sie, ja. Zum Glück. Bei einer müssen sie ja gehen. Bei einer Person müssen sie ja. Aber ja, anderen Browser probieren und dann geht's. Meinetwegen da im Stream schon. Ach so, ja, das schon. Ich bekomme sie auch immer von mir selbst. Ich habe Angeln gestern auch geskillt. Ich musste auf Rang 3 bringen wegen einer Daily und jetzt habe ich auch irgendwie irgendwas. Was habe ich denn jetzt? 378 habe ich es gemacht gestern von Anfang Rang 2. Selbstständig gefischt. Ja, geht's hier, Sherpa. Na klar. Ich drop mir die Sachen ja selbst. Mach das, go. Good luck. Und gutes Fischen, wie man das nennt. Happy Fishing. Siehste, Game Inside. Ganz entspannt, kurz nachfragen, nicht sich aufregen. Dann immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegen die Drops. Beste. Freut mich. Wieder ein zufriedener Kunde. So lässt sich's leben. Also, dann gehen wir ins Verlies rein. Holen uns das Luminus. Mal gucken. Kurz hier auffüllen. Geil bekommen das Outfit, das. Das finde ich nimmer. Doch, hier drin ist es, da. Hier. Schlüsselobjekte, da ist es. Da, das Outfit. Da ist das. Ist das so ein komischer Boss mit für Atem oder was?
Guck hier, Lachs. Und dann musst du hier auf Ding auch schauen hier, ne? Umschalten hier. Auf Stil ändern und dann kannst du dir hier aussuchen, die ganzen Sachen, die du hast. So, ich brauch das Luminus hier. M, Verlies, Solo, das hier. Das will ich haben. Mal schauen, ob ich das schaffe. Stufe 5. Let's go. Rein da. Da hast du recht. Es gibt nur Andromeda sonst nichts. Andromeda First. Andromeda Main. Habt ihr euch eigentlich jetzt keinen und Humops gefunden oder habt ihr euch verloren? In Discord ist keiner von euch. So. Okay. Der ist off. Okay. Bist du eigentlich on, Humops, bei uns? Bist du gar nicht. Ich dachte, ihr habt euch verabredet. Blitze ein. Getroffen, stößt zurück. Okay. Affix Blitze. Ja gut, das ist jetzt ja nicht die. Andromeda, Server, auf dem ersten Server, den es gab. Und Ontari, na klar. Man war da auch bei der richtigen Fraktion, die Roten. For the Horde. Rot, Ontari, Andromeda, Beste. Jawohl, immer Horde hier. Aber die ersten sind auch nicht so schlimm. Goblins sind wild. Gibt es eigentlich auch ein Ende bei den Goblins? Oder ist das einfach nur, bis die Zeit abläuft? Kommt die immer wieder neu? Die sind alle so weit auseinander für Familie hier. Haben doch geschafft, passt doch. Die haben mich alle gekillt, die kommen immer wieder. Stimmt, Kette vergessen. Ja, ich habe vergessen, dass ich bei der Skill und Kette habe. Ja, hast recht. Kommt jetzt Boss? Kommt jetzt Boss? Ja, jetzt kommt Boss. Ja, werde ich doch mit der Single, mit der Multitarget schaffen, oder? Man muss nicht jetzt Boss-Skillung machen. Wenn du ein Pad hast, nimmt das die Arbeit ab. Oder du läufst einfach drüber. Ein Pad kriegst du kostenlos bei Twitch auch als drauf. So, ich habe schon meine... Schön. Darum bin ich eigentlich hier. Darum bin ich eigentlich hier. Das andere ist mir relativ borsty. Wie viel Prozent Chance hat man bei dem? 6,25. Leco mir. Ja, anderen Browser nutzen. Ich stehe bei anderen Browsernutzer. Das Problem hatten wir jetzt schon öfters. Du nutzt vielleicht Chrome oder sowas. Probier mal Microsoft Edge. Einfach anderen Browser. Dann geht das. Bei mir war das auch so. Chrome ging 2 Tage, dann ging Microsoft Edge 2-3 Tage. Jetzt geht wieder Chrome. Anderen Browser, rein da, Drops abholen. Action Jackson. Kein Problem. Wunderschönen guten Morgen, Nadel. Müde. Müde. 2 Stunden geruht habe ich. Bin da schon wieder lange dabei. Viel Action gehabt heute schon. Duschen, geduscht, rasiert. Bisschen gepennt. 2 Stündchen Ruhe gehabt. Wieder da. Heute Abend noch muss ich noch einen Termin wahrnehmen heute. Also nochmal raus. Ja, also, aber das ist auch gut heute. Also, echt viel gemacht, ja. War auch beim Puls zu sehen. 130, 135. War wild, sag ich dir. War wild. Aber passt, passt. Am entspannendsten wäre es, wenn ich mir noch so kurz hinlege, das Ganze recovern. Aber das mache ich heute später, Nachmittag wieder. Ist okay. Aber ich bin froh, hab's hinter mir. Ist immer so eine Challenge. Dauert ein bisschen. Ja, dauert ein bisschen, aber man kommt schon. Ich komme zurecht, ja. Ich halte mir immer die Option offen, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Nutze ich einfach die Funktion, dass ich mich hinlege. Schon wieder. Was soll ich denn hier machen? Hier ist doch nichts. Jetzt kommen die erst. Ich brauche auch die Kette, glaube ich, hier gar nicht. Aber es waren ja keine Schweinchen mehr da. Es waren noch keine Schweinchen mehr da. Die lassen sich nicht ziehen. Echt nicht? Ne, geht nicht. Die lassen sich nicht ziehen. 1080p, ich habe nur so einen alten Monitor. Also 1920x1080. Ich bin gerade ein bisschen blöd, wo kann ich gleich eine Ausrüstung verbessern? Beim Ausrüstungsverbesserer, wie der heißt der? Hier zum Beispiel, wie heißt der? Der Verbesserung. FPS müsste oben, ach so, warte, FPS. Seht ihr gar nicht, ne? Warte. Soll ich die unten links hin machen, Chat? Dann seht ihr die. Kann ich das on the fly bei Steam ändern? Geht das? Oberfläche, im Spiel, oben, unten links. Mal gucken, ob es geht. Ja, also ob es bei Steam das on the fly gehen würde. Also geht so mit den Frames, weiß ich nicht, zwischen schwanken halt 60, 70, 80, 50, jetzt habe ich 170, weil ich alleine stehe. FPS unten links, aber das kann man nicht oder neu starten, okay, das ist halt doof. Dann kann ich halt hier vielleicht das ein bisschen runter machen. Was sieht man dann die Frames da oben? Weiß nicht, ob man die gut sieht, man das überhaupt, die Frames da oben, ganz klein, auch nicht so geil, wa? Ich kann jetzt leider nicht verändern bei Twitch. Bei Steam. Schwankend. Jetzt 180, weil ich halt hier alleine bin. Normalerweise, weiß nicht, zwischen vielen Mobs 40, 50, bei wenigen Mobs halt 60, 70 bis 100. Oh, irgendwann muss ich halt auch meine Boss-Skill, noch AOE-Skill umgehen, aber das wird sich den Schwierigkeitsgrad reichen. Hand von immer diesen Artisten oder eine Verbesserung kannst du aus. Also es gibt einmal das normal zum Verbessern von Level 30 auf 35. Ich habe aber eine Verbesserung gemacht, dass ich mal hier auch upgradet habe über die Steine. Entweder mit einem Stein für ein Level höher oder für 2 Level höher. Verbesserung und Verzauberung. Bei Verbesserung, je nach Stein, kannst du 1 oder 2 Level höher machen. Später auch mehr. Siehst du? Bei mir war das so, dann ging es mit Edge 2-3 Tage. Jetzt geht es mit Edge nicht mehr. Jetzt muss ich mit Chrome wieder nutzen. Also falls Edge schon nicht geht, einfach Chrome wieder nehmen. So, das Luminus habe ich, aber 6,5% Verbesserung ist mir zu risikoreich. Oh, wow. Aber mir sagt der Gameclan, dass es den Account nicht gibt. Dann hast du vielleicht einen falschen. Wir hatten jetzt schon so viele Sachen hier, dass Leute ihre... den falschen Account genommen haben, irgendwelche alten Accounts mit Twitch verknüpft haben und sich wundert, dass es nicht, weiß nicht genau, so viel haben wir schon gehabt jetzt hier. Bin mir nie sicher, ob das ein Problem vom Spiel ist oder ist doch irgendwas falsch gemacht wurde mit alten. Also du loggst dich in der Webseite ein und beim Client geht das nicht.
Schau mal, ob wir das mit der Kette ziehen können hier. Ah, das geht okay, aber die Kette ist ja auch nutzlos hier. Lieber so schießen. Geht schneller. Hinchargen vielleicht. Zusammenziehen sind auch zu weit weg. Gibt auch nicht. In der Früh rumschreien hier. So, Dungeons fertig. Morgen gibt's dann die Breakthrough-Waffe, wenn alles klappt. Okay, da bin ich gespannt. Ich brauche mal so eine Breakthrough-Offhand. Wie bekomme ich schnell diese Aufwärtssteine, die ich brauche, um Equip von 30 auf 35 zu bringen? Also diese Aufwärtssteine, die da meinst, ne? Veredler Rüstungs- und oder Waffensteinchen. Die kriegt man einfach so überall, bei allen möglichen Aktivitäten, wenn du was machst. Wie bekommt man die? Ich krieg die hinterhergeschmissen bei jedem Scheiß, den ich mache. Ich habe da noch nie explizit gefarmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie du das meinst von 30 auf 35. Ich gehe einfach zu dem Verbesserungstyp, tu da so meinen Helm rein, tu das Rüstungsteil rein und dann wertest du es auf für Item-Level. Aber das Level selbst, wertest du auch auf? Ja, blaue Rüstung zu legen, okay. Also, wieso bekomme ich immer so viele von denen? Ich habe so viele, Chat, was habe ich getan? Ach so, da habe ich... Ich glaube, da habe ich noch nie geklickt. Da schaue ich gleich mal rein. Ich habe immer nur meine Rüstung einfach aufgewertet hier. So, mit diesen Punkten da. Schau ich gleich mal. Zum Glück ist dieser Boss jetzt nicht mit diesen Dingern, wo er immun wird, wenn er was einsammelt. Aua. Stirb! Hier aufwerten. Ich habe das noch nie gemacht, lol, okay. Ach so. Das würde ich nicht machen. Da würde ich erst warten. Tu lieber einfach nur die Rüstung aufwerten beim Händler. Hier. Tu die Rüstung einfach nur da aufwerten. Bei den Stützpunkten. So wie der Spieler das sagt. Hier. Artisan für Verbesserung. Eine Verbesserung. Einfach da aufwerten. Die aktuelle Rüstung, die man hat. So Steinchen rein. Entweder legendäre oder blaue, je nachdem, ob du 1 oder 2 willst. Aber doch nicht die Level 30er, oder? Kein. Einfach die Wachstumsquest machen hier. Dann gibt es die Dinge. Einfach die Wachstumsrüstungsquest machen. Man braucht nie irgendwie Gear sich irgendwie holen oder jetzt was kaufen oder so ein Scheiß. Einfach die Wachstumsquest machen. Ich habe das alles über die Quest bekommen hier. Ja, das habe ich auch gehabt. Bis Level 40 habe ich blaues Gear gehabt, aber du kriegst schon mit Level 36 kriegst du eine epische Waffe. Ich hatte die Quest auch vergessen. Wachstumsquest. Kann sein, dass du eine grüne Quest irgendwo vergessen hast. Schau auf der Karte, ob du noch was Grünes hast oder was Gelbes. Wachstumsquest. Du kriegst das ganze Gear. Einfach hinterher geschmissen, geschenkt für die Quest. Voll episch. Voll episch wirst du. Das und diese Waffe kriegst du schon mit 36, wenn du die Quest machst. Einfach Wachstumsquest immer machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich hatte mit Level 40 blaues Gear und dann habe ich die gemacht, weil irgendwo habe ich irgendwas vergessen gehabt. Und dann hat man mir extra nochmal gesagt, Gag, schau mal, mach das mal hier. Mal Boss-Gillungen machen. Obwohl eigentlich das mit der Bewegung besser geht. Schauen wir mal. Das ist die Scheiße mit den Dingern da, wo die... Die habe ich nie geschafft, oder? Die habe ich nie geschafft. Weil ich sie jedes Mal diese Kugeln einsammle. Ich kann die zwar soaken, aber die charge doch hin zu den Kugeln manchmal, da. Ich komme dir da mal hin, alle einzusammeln, ne? Jetzt charge ich irgendwo in die Ecke, wo die Kugeln sind. Und dann muss ich die halt... Einfach nie geschafft, hier kommt. Und hier würde ich mir wünschen, dass ich halt doch die AOE-Skillung hätte. Diese Eier hier. Wo kommt sie denn wieder da? Ich schaffe die hier nicht, weil wegen dem... Viel zu wenig Schaden hier. Einsammeln. Genau, und da, wo du die Waffe bekommen hast, einfach weitermachen. Jetzt hat sie sich wieder so ein Zeug geholt, hier. Kannst du dir nicht vorstellen. Hier da. So viel zum Einsammeln hier. Nie geschafft habe ich die. Jetzt haben wir wieder AOE-Ding, oder? Was? Also, kann ich nur empfehlen, immer diese Wachstumsquest machen. Ich selber war davon betroffen, voll blau noch zu sein. Level 30 Gear mit Level 40 zu tragen, weil bei mir irgendwas nicht gepasst hat. Also das heißt nicht gepasst, ich habe die Quest übersehen. Oder wie auch immer, nicht aufmerksam genug gespielt. Okay? Aber was willst du machen, wenn du neu bist? So viele Eindrücke hier, Wookie. So viele Eindrücke. Und dich wirst hin und her geschickt, so viele Sachen werden dir erklärt. Und ich habe noch nie ein Spiel so gespielt, was dir die Ausrüstung so krass schenkt hier. Ja. So heftig, ne? Kriegst halt volle Rüstung hier. Voll geil. Habe ich nicht gerechnet mit. Achso, ich muss beim Abschließen einfach mal mir angewöhnen zu schauen, was als nächstes kommt. Ich mache den ganzen Tag eigentlich PvE. Gestern kurz PvP-Arena gemacht wegen den Marken. Kannst du dir aussuchen, was du machst? Grindlastig, ja, schätze ich schon. Aber ich bin noch nie dazu gestoßen, dass ich nur grind. Ich mache meine Dailies, ich mache meine Dungeons, ich mache meine Portale, alles PvE. Und wenn ich dann Bock habe, noch Lust und Zeit habe, mache ich halt, dann kann ich auch grinden, aber dazu kann ich halt. Also, du kannst alles alleine machen. Es gibt Solo-Dungeons, es gibt Gruppen-Dungeons, es gibt natürlich auch PvP, Open-World-PvP, Arena-PvP, instanziert und Open-World. Ich mache immer meine Quests und fertig. Aber es ist halt auch schon viel von Black Desert an sich, so wie ich mitbekommen habe. Wer sich in Black Desert und Terra zu Hause gefühlt hat, fühlt sich hier auch zu Hause. Und ich sag nur eins, wenn das Spiel so bleibt, wie es jetzt ist, so ein bisschen Dailies, ein bisschen Dungeons, reicht es mir schon. Also mir gefällt der Content, der jetzt da ist, schon gut. Ich werde versuchen, ja, mit dem Char hochzukommen, weiß ich nicht hier. Mit dem Char ist halt so eine Sache.
Ob ich mit dem Char jemals hier nicht die hohe Stufe erreichen werde, das weiß ich nicht. Aber wenn ich sehe, was Slayer machen, jedes Mal ist das gleiche, machen so viel Damage. Das finde ich auch gut. Es sind viele Sachen sind begrenzt, dass du nicht so schnell progressen kannst. Aber ich finde es super. Wenn das Spiel so bleibt, bin ich zufrieden. Ich kann Kritschern und PvP 1 Skill, das ist natürlich okay. Ich finde den Einstieg immer so überlagert und schnell. Ja, das ist natürlich. Also, ist es auch. Aber das Spiel nimmt dich trotzdem an die Hand. Das zeigt dir jede Kleinigkeit, so wie für Idioten gemacht. Klicke hier, klicke da. Alles blinkt. Hier blinkt es, da blinkt, klicke da. Also, du musst nur ein bisschen Geduld mitbringen und lesen, was ich auch nicht immer mitbringe. Und du wirst von den ganzen verschiedenen Währungen und Marken tauschen hier, tauschen da. Rolle hier, Rolle da. Steinchen da, groß, klein, Hunderter, Zehner, was weiß ich. 3 Milliarden verschiedene Arten an Items wirst du erschlagen, aber was soll ich sagen? Ich kämpfe hier, hab meinen Spaß mit den Skills, wenn da irgendwelche Steinchen sind, irgendwann check ich das schon und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe meine Talente, die wechsle ich jeden Tag durch. Ich habe meine Sachen, die versuche ich zu pushen hier. Ich habe meinen Mana, das habe ich so eine Vorlage, da tue ich mir danach richten. Also, weiß nicht, also ich find's gut. Mir taugt das so. Man wird erschlagen, aber ich glaube, man muss als einzelne Person nicht alles wissen. Man ist ein bisschen im Discord, man ist ein bisschen im Stream, man ist ein bisschen hier in der Gilde oder da oder im Clan, was auch, wie auch immer das heißt. Jeder weiß ein bisschen, wenn irgendwelche Fragen sind, hilft man sich gegenseitig und fertig. Wenn ich 10% vom Spiel weiß, wird das schon reichen. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr wissen. Aber das mit Infos erschlagen, ja, dachte ich auch am Anfang. What? Ja, okay. Meinst du mich, alten Hasennadel? Oder wen meinst du? Schon, oder? Ja, einfach gepusht halt. Die 1er-Runen zu 2er gemacht, die 2er zu 3er und die 3er zu 4er und auch viele verloren. Mein ganzes Geld ausgegeben. Hätte ich jetzt doch lieber Single-Target machen müssen, oder was? Ah doch. Das ist mein Frühstück halt gar nicht gesehen. Nadel. So eine schöne Käse-Wurstplatte. Schön angerichtet. Schön platziert auf einem riesen Teller. Haben wir an dich denken müssen, weil du gesagt hast, warst du hier tätig als Koch? Käse-Wurstplatte, oben ein bisschen Brot angerichtet. Dann Spinat und sogar Spinat als Topping genommen beim Käse drauf. Ganz wild. Also, wie hoch? 4 Dingsbums, keine Ahnung. Die 1 auf 2, wie gesagt. Die 2 auf 3, 3 auf 4 teilweise. Je nachdem, welche du brauchst. Und dann einfach Staub investiert. Gold investiert. Immer wieder bei 0 Gold. Jetzt bin ich wieder auf 400k. Gestern habe ich wieder 400k ausgegeben. Staub investiert, eine Menge Gold investiert und einfach hochgepusht die Steine. Die kriegst du hinterher geschmissen. Nur noch eine Menge kaputt gegangen auf dem Weg dahin, denn die Chance besteht, dass sie kaputt gehen. Das ist ja süß. Was gibt es denn? Was kocht ein 15-Jähriger? Moin, Mandalore, was geht? Jetzt ist Bosskampf, oder? Kann es sein? Muss ich umskillen? Spurt, Charge, kreisförmig, Wirbel. Das klingt ja nach mir. Klasse, Schau.